Moin, moin. Also willkommen. Gute zweite Bär. Herzlich willkommen hier in Rechtsim, auf der Panderosa und den Ansam. Oh ne, da sind sie beide. Die bocken da rum. Ja. Oh, erstmal Lautstärke einstellen, dass ich überhaupt laufen höre. Das Getrappel. So. Ja. Wir haben beim letzten Mal, was haben wir gemacht? Achso, machen wir einmal auf. Machen wir einmal die Kacke einsammeln. War hier noch was? Und normalerweise müssen ja zwei auf dem liegen, wa? Nee, hat nur eine gekackt. Na, die Schweine werden auch langsam. Da ist er. So. Ja, wir wollten ja noch. Moment. Wenn wir mal gucken. Nochmal. Kontrolle. Vor allen Dingen, dass die Ziegen nicht da drin sind, sondern hier drinnen bleiben. Eins, zwei. Die kacken gar nicht, wa? Okay. Ja, wir wollten ja diesmal ins Auto einsteigen und wollten dann noch ein paar Tiere nachholen. Ich glaube, 5 Stück wollten wir noch holen. So, wollen wir mal sehen. Moment. Na toll. Ja, 2 Hühner wollten wir noch holen, ne? Ein Schwein, eine Kuh. Aber eventuell auch noch na los. Hab ich den überrollt jetzt? Bin da durchgefahren, wa? Hier wollte ich aber noch die Bäume wegkacken hier. Weil ich so blöde kommt. Achso, zur Jagdhütte wollen wir ja auch noch hin. Das Wildfleisch hinbringen. Und dann wegen den Füchsen. Da weiß ich gar nicht, wo ich hin muss.
auch mal abhaken. So, wollen wir mal schauen, ne? Auf damit. Moin, moin. So, wir holen jetzt eine Kuh, eine Mu. Die haben wir noch nicht. Ah ne, warte mal. Fleischkuh, nein, hier eine richtige Milchkuh wollen wir ja haben. So, wenn wir einfangen. Ja, herrlich, ne? Wo willst du hin? Eine. Ein Schwein weiblich noch. Ein Schwein weiblich. Beim weiblich. Wir könnten ja noch. Moment. Eine. Was kostet die? 500. So, und jetzt holen wir noch drei Hühner haben wir, ne? Drei Hühner. Wir holen einfach noch drei dazu. Das ist ein Hahn. Einen weißen. Na komm her, ja. Ein Schwatten. Oh, es regnet wieder. So, und einen braunen, dann haben wir sechs Hühner und das lassen wir dann auch. Bis sie sterben. Was habe ich gesagt? Ein Braun noch. Oh, weiter brauchen wir ja nichts. Glaube ich jedenfalls nicht. Zack. Klappe zu, aber tot. Einsteigen.
war ich ja vollkommen alleine. Damit. Die Oma, naja. So, noch einer im Wege. Nee. So, tun wir mal die ausladen. So, jetzt haben wir 6 Hühner.
Oh, da hat noch ein Ei. So, jetzt holen wir einfach. Hier machen wir mal auf schon. So nicht, Freundchen. So, dann die Zicke rausholen. Na komm, komm mal mit. Wie sie gleich kommen, wa? Die wird schon dick da, ne? Ja. Ja, mal gucken, ja. Warum kann ich die nicht aufhören? Ach so, ist noch gar nicht raus. Na gut. So. Mal da 3, 3, 3. Ja, alles klar. So. Cool. Jetzt haben wir hier 3 Kühe, 3 Schweine, 6 Hühner. Jo. So, dann werden wir mal eben mal hier den. Dann mal das Holz aufsammeln. Hoffentlich geht es.
weiß natürlich nicht, ob wir alles raufkriegen mit einmal. Können den noch weghacken, wa? Aber dann müssen wir den auch noch wegnehmen. Ich weiß nicht, ob wir die alle wirklich wegkriegen. Den einen Baum muss ich nur abhacken, ja. Ich habe nämlich die Nase voll da immer. Der muss noch weg. Wie das kommt. Sieht zwar merkwürdig aus, aber auch wenn er Druck passt. So. Ist ja merkwürdig, wa? Das sieht zwar merkwürdig aus, aber guck mal an hier, das geht. Okay. Muss ich nur noch umdrehen hier mit der K K K
Orchester hier. Ach! Herrlich. Hat natürlich nicht hingehauen. Ey, der Hammer. Tja, was sollen wir die wegschmeißen, wa? Oder liegen lassen? Das ist ja blöde. Müssen wir die anderen auch noch holen, da die drei Stück. Das hat mich immer wieder gestört. Ja. Manchmal da wegen der Bäume. Weil man dagegen gefahren ist. Na, hier. Aber schon woanders gesehen, die haben ja wirklich Kahnschlag gemacht überall. Oh, Wahnsinn. Nur weil sie sich alle keine Bretter kaufen wollten. Wenn man richtig wirtschaftet, dann funktioniert das auch. Dann kannst du ja auch Bretter kaufen genug. Ich meine, was nützen hier 500.000 oder 1 Million auf dem Konto, wenn du die nicht ausgeben kannst? Dafür sind die Preise ja hier wirklich für die Fahrzeuge und so alle wirklich äußerst niedrig. Man kommt doch immer irgendwas hier verarbeiten tut und verkaufen tut, bekommt immer mehr Geld. Deswegen konnte ich mir das auch leisten, hier alles abzureißen und alles wieder neu aufzubauen. Und habe immer noch einen Haufen Geld. Immer noch über 200.000. Wer das richtig macht, der sieht er ja, ich habe keine Tiere mehr gehabt, kein nichts. Total umgebaut. Doch ein Haufen gewesen, was da auf der Anhänger ging, war.
Jetzt haben wir 30 drin und 40. Naja. Dann hätte ich 45 hier. Ja. 45 Baumstämme. Mit den drei, die noch sind. Aber die holen wir mal eben schnell. Ist besser. Weil wenn man davor fährt, runterfährt mit LKW oder was, mit höheren, das ist doch ein bisschen schlecht, wenn die da in der Luft hängen. Ja, jetzt sieht das schon anders aus. So, wollen wir mal sehen, ne? So. Der räuchert, wa? Wenn das Gerät da sehen würde. Die würde ja jammern. So. Den Dreck auch weg da. Die Anhänger muss ich auch noch weg. Wegfahren, den LKW noch. Aber im Grunde genommen, im Moment stört er gar nicht. So, wir haben jetzt 35 von... Hä? Von 42, ah jetzt 42, ach so, naja, doch egal. Warte mal, wo war das? Ah hier, 8 mal Fleisch. Dann machen wir mal hier rauf. Ach so, dann müssen wir uns ja noch um das Zeug da kümmern hier. Also da habe ich auch noch nicht gekickt, da wegen Futter. Die fressen auf jeden Fall. Voll. So ein Eierkarton, Eierkorb wollte ich noch rausholen.
Irgendwo habe ich die hingestellt. Moment. Da nicht. Ah, ja. Ist ja alt, ob ihr räumt hier. Okay. Was haben wir drin jetzt? 9 Eier. Na gut. Neun Eier. Also dass die immer hier so einen merkwürdigen Tanz aufführen hier. Na und dass die das noch nicht hingekriegt haben, die Sättel abzumachen, ja, also. Aber warte mal, das war das. Wo ich die ganze Zeit noch nicht drin war. Hier mein Gewächshaus. Ach, guck mal an, ja. Da ist nichts mehr zu retten. Entfernen. Tja. Alles verdorrt. Weil wir so viel anders gemacht haben immer. Nur das nicht. Wir sind ganz schlechter Bauer oder Farmer vielmehr. Aber das muss jetzt anders werden hier. Ja nicht.
schlimm hier. Wir haben ja noch genügend Krempel hier da. Schade, aber nun gut. Das habe ich ja schon vorher gewusst, bevor ich hier umgebaut habe. So. Okay. Das ist unser Gewächshaus. Ach, das ist ja Baum, ja. Egal. Die Türen zu machen hier. Dann wird das nie was. So, dann wollen wir mal abspeichern. Kommen wir darüber. Ja. So, abspeichern bitte. So, das war es erstmal bis jetzt. Jetzt haben wir ja doch ja, die Tiere geholt, versorgt. Achso, denn irgendwann melken muss ich die ja auch, ne? Aber ich kann da noch nichts sehen hier, da, dass die hier dicke Euter haben. Da überhaupt schon was kommt. Ja. Euter werden wir schon hinkriegen. So, dann verbleibe ich erstmal. Und ja. Verabschiede mich von euch mit diesem bis zum nächsten Video. Dann werden wir wirklich die Tiere wieder versorgen und dann bringen wir das Wildfleisch weg. Und dann werden wir mal gucken, wo wir wegen den Füchsen, wo wir dahin müssen. Keine Ahnung. Oder ob das alles gleich abgegessen ist. Ich weiß es noch nicht. Na gut. So, bis zum nächsten Video. Tschüss von der Rosa, euer Hans Dampf. Tschüss.